Jetzt Karrierechancen nutzen und beruflich fortbilden. Zum Handelsfachwirt oder zum Fachwirt im Sozial- und Gesundheitswesen mit IHK-Abschluss. Einfach informieren und bewerben an der Konrad-Zuse-Akademie Hoyerswerda. Telefon 20 90 65 oder im Netz unter zusag.de. Mit uns fängt der Tag gepflegt an. Daheim statt im Heim ist unser Motto. Denn Ihre Selbstständigkeit in Ihrer gewohnten Umgebung und unsere professionelle und einfühlsame Betreuung sind das perfekte Team. Die Arbeiterwohlfahrt in Hoyerswerda. Nähere Infos unter Hoyerswerda 48 85 0 oder im Netz unter awo-lausitz.de. Drehscheibe Lausitz. Immer zur vollen Stunde. Jetzt hier im Elsterwelle Fernsehen. Mit Informationen aus der Lausitz und Sachsen. Auszeichnung. Hoyerswerda bekommt Energie Award. Prävention. Anti-Drogen-Parcours im Jugendclubhaus Ossi. Einladung. Stadtbibliothek mit schuppigem Familienabend. Schönen guten Abend zur Drehscheibe am Dienstag, dem 16. Oktober 2012. Bis zu 60 Euro mehr müssen Haushalte im kommenden Jahr für ihren Strom bezahlen. Schuld daran ist die Erhöhung der EEG-Umlage für Ökostrom. Ökostrom ist das Gebot der Stunde. Nach der Atomkatastrophe im japanischen Fukushima will Deutschland den Atomausstieg bis 2022 im Eiltempo durchsetzen. Doch die angestrebte Energiewende kommt die Verbraucher teuer zu stehen. Denn je mehr Ökostrom, desto mehr steigt die sogenannte EEG-Umlage. Hier werden ab dem kommenden Jahr 5,3 Cent pro Kilowattstunde fällig. Das ist eine Erhöhung um 47%. Für einen Drei-Personen-Haushalt bedeutet das eine Mehrbelastung von rund 60 Euro pro Jahr. Experten rechnen damit, dass die Ökostromumlage bis 2014 sogar auf bis zu 7 Cent pro Kilowattstunde steigen könnte. Auch die Netzentgelte für die Durchleitung des Stroms klettern nach oben. Die Rechnung wird also immer teurer. Davon betroffen sind auch viele kleine und mittlere Handwerksbetriebe und Unternehmen. Anders als große Konzerne sind sie nicht von der EEG-Umlage befreit. Die Erhöhung wird deutlich zu ihren Lasten gehen und so manchen vermutlich vor große Probleme stellen. Ja, der kurze Beitrag hat eben gezeigt, die Erhöhung betrifft auch die Wirtschaft und damit das Handwerk. Am Telefon ist uns nun zugeschaltet Andreas Brzezinski, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Dresden. Herr Brzezinski, wie beurteilt denn die Handwerkskammer die Erhöhung der EEG-Umlage im kommenden Jahr? Die Erhöhung der EEG-Umlage, die mit dieser Verabschiedung der neuen Regelung eintreten wird ab 1. Januar, ist eine absolute Mehrbelastung für die Handwerksbetriebe in der Region. Das führt zu einer Verteuerung der Produktion und führt natürlich damit auch zu einer Belastung. Bei allen Themen, die zum Thema Energiewende, Energiepolitik und erneuerbaren Energien geäußert werden aktuell, ist das natürlich für uns schon sehr betrüblich und eigentlich nicht zufriedenstellend, wie die Lösung jetzt hier angestrebt wurde. Wer ist denn vom Anstieg besonders betroffen und wie wirkt sich die EEG-Umlage auf denjenigen aus? Ja, betroffen sind alle Handwerksbetriebe, die letztlich Elektroenergie verbrauchen. Die haben künftig eine nahezu Verdopplung bei dieser EEG-Umlage, also auf fast 6 Cent zu verzeichnen. Und das sind natürlich pro Kilowattstunde 3 Cent mehr, die dort zu entrichten sind. Und das sind natürlich auch bei den Größen, die Handwerksbetriebe an Verbräuchen haben, teilweise erhebliche Kosten. Wir haben sehr energieintensive Handwerke, beispielsweise die Bäcker, aber auch die Lackierer, die Metallbauer, die natürlich dort betroffen sind. Große bzw. energieintensive Unternehmen sind ja von der EEG-Umlage befreit bzw. bekommen Nachlässe. Ist das fair? Die Befreiung oder teilweise Absenkung von EEG-Umlagen für größere Unternehmen kann man sicherlich mit Blick auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit erstmal positiv hervorheben. Es ist aber eindeutig eine Ungleichbehandlung für kleine Unternehmen hier am Standort. Und es ist natürlich schon aus unserer Sicht wünschenswert, dass man hier eine gewisse Waffengleichheit
herstellt, auch für das Handwerk. Und damit ist es für uns nicht so richtig gut nachvollziehbar, dass dann sehr große Verbraucher dort allein befreit werden, weil letzten Endes, wir haben auch große industrielle Bäckereien, die erhebliche Energieverbräuche haben. Ich meine, wir reden jetzt hier von Ausnahmetatbeständen von 10 Gigawattstunden pro Jahr Entnahme. Also da kommt schon nur mega große Bäcker oder Fleischer im Handwerk in diese Gemengelage. Und das ist schon eine Verschiebung der Wettbewerbsbedingungen oder, um mal zu sagen, der Waffengleichheit hin zu großen Herstellern. Und insofern haben wir Verständnis mit Blick auf den internationalen Wettbewerb, sehen aber im Inland schon eine Benachteiligung des Handwerks. Welche Forderungen stellt jetzt die Handwerkskammer Dresden? Aus unserer Sicht wäre es schon wünschenswert, dass die Thematik der Senkung der Stromsteuer auf das von der EU vorgegebene Mindestmaß angegangen wird. Da ist auch der Freistaat initiativ geworden. Das ist aus unserer Sicht schon ein Weg, um am Ende die Wirtschaft zu entlasten. Und ich muss ja an dieser Stelle auch eindeutig sagen, da sind Einnahmevorteile, die sich da der Staat generiert. Und da kann man schon nochmal drüber diskutieren. Und wir sind da sehr dankbar, dass der Freistaat Sachsen hier auch sich positiv engagiert hat. Aus unserer Sicht soll das letzte Wort noch nicht gesprochen sein zum Thema Energiepreis, zum Thema Belastung. Wir haben ein klares Verständnis im Handwerk, dass Energie ein rares Gut ist, aus dem natürlich im Zuge der Verknappung auch höhere Kosten erwachsen. Wir reden aber hier an der Stelle auch um Positionen, bei denen der Staat eindeutig die Hand aufhält oder bei denen die Gesamtwirtschaft und die Gesamtbevölkerung letzten Endes für gewährte Subventionen, sprich EEG-Umlage, zahlen muss. Und das sollte schon erlaubt sein, dass hier die Diskussion nochmal aufgemacht wird. Sagt Andreas Brezinski, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Dresden. Vielen Dank. Ja, und was in Ihrer Stadt am Dienstag passiert ist, sehen Sie gleich in den Nachrichten. Das Lebensräume-Badefest. Ein spritziges Vergnügen an diesem Samstag ab 14 Uhr im Lausitzbad Hoyerswerda. Für groß und klein mit ganz viel Spaß und Spiel und Gewinn im Bad und in der Sauna und mit dem großen Entenrennen. Und mit ermäßigten Eintrittspreisen nutzen Sie dazu die Coupons aus der Mitgliederzeitschrift. Badespaß im Lausitzbad am Samstag. Eine Einladung Ihrer Genossenschaft Lebensräume. Mehr als gewohnt. Schau mal hier hoch. Du hast heute Besuch von deiner Mutter. Siehst du mich? Du weißt ja, wie das mit den Müttern so ist. Die machen sich ja immer viele Sorgen. Und ich mache mir natürlich auch Sorgen um deine Zukunft. Kauf jetzt ein paar Dosen Haarspray weniger und dann wirst du nachher ganz gut was auf der Kante haben. Damit Ihre Mutter Sie nicht überrascht, machen Sie jetzt die Sparkassen-Altersvorsorge. Willkommen zurück zur Drehscheibe. Am Mittwoch ist der internationale Tag für die Beseitigung der Armut. Claudia Meicher, Landesvorsitzende der Grünen Sachsen, fordert deshalb mehr Engagement von CDU und FDP. Sie sagte, wir brauchen ein sächsisches Maßnahmenpaket gegen Armut. Stärkere Investitionen in Bildung, die Rücknahme der verheerenden Kürzungen im Sozialbereich und der Einsatz für eine faire Entlohnung in Sachsens Unternehmen sind der wichtigste Armutsschutz. Wer jetzt gut ausgebildet wird und seine Ziele hier in Sachsen umsetzen kann, braucht später nicht zum Sozialamt. Im Freistaat ist jeder Fünfte von Armut betroffen. Mehr Meldungen vom Tage sehen Sie jetzt in der Drehscheibe. Die geplante Fahrgastschifffahrt im Lausitzer Seenland wird jetzt europaweit ausgeschrieben. In den nächsten Tagen sollen die Wettbewerbsunterlagen fertig gemacht werden, hieß es am Dienstag auf der Sitzung des Zweckverbandes Lausitzer Seenland Sachsen in Bergen. Aus allen Teilnehmern wird eine Jury 3 bis 5 Bewerber auswählen, die dann ein konkretes Betreiberkonzept erarbeiten sollen. Die Fahrgastschifffahrt wird exklusiv für die nächsten 20 Jahre vergeben. Die Einrichtung eines Linienverkehrs
Verkehrs auf den Seen mittelfristig gefordert. Die Mitnahme von Rädern sowie die behindertengerechte Ausstattung steht ebenfalls im Katalog zur Ausschreibung. Zudem soll das Fahrgastschiff über eine umweltfreundliche Antriebsart verfügen, wie zum Beispiel Solar. Am 1. Juni zur feierlichen Eröffnung des Überleiters zwischen dem Senftenberger und Geierswalder See ist die Inbetriebnahme vorgesehen. Werder ist in Dresden mit dem European Energy Award ausgezeichnet worden. In den vergangenen 2 Jahren hatte sich die Stadtverwaltung gemeinsam mit den städtischen Unternehmen für die Anerkennung qualifiziert und im vergangenen Monat die Zertifizierung erhalten, heißt es aus dem Rathaus. Zudem erfülle man mit dem im September gefassten Stadtratsbeschluss zum energiepolitischen Arbeitsprogramm bis 2015 eine weitere Bedingung. Anlässlich der Tage der Sucht- und Drogenprävention konnte am Dienstag im Jugendclubhaus Ossi ein Mitmachparcours absolviert werden. An 5 Stationen wurde über Alkohol- und Nikotinsucht, aber auch Medien und deren Gefahren aufgeklärt. Statt Frontalunterricht gab es 90 Minuten lang Wissenswertes, jugendgemäß verpackt, was bei den Schülern gut ankam. Zum Bürgerforum hatte das Lausitzer Seenlandklinikum in Hoyerswerda am Wochenende geladen. Es ging um das Thema Geriatrie und die Behandlungsmöglichkeiten im Klinikum. Nach einem Vortrag wurde ausführlich auf die zahlreichen Fragen der Gäste eingegangen. In der Hoyerswerda Stadtbibliothek wird am Freitag zum Familienabend geladen. Auf den Spuren von Dinos, Drachen und Co. geht es kreuz und quer durch die Einrichtung. Rätsel, Informationen, Überraschungen und Wissenswertes über die Schuppentiere wird an verschiedenen Stationen präsentiert. Anmeldungen sind bis zum Mittwoch telefonisch unter 60 77 53 möglich. Wessen Daten nicht an das Bundesamt für Wehrverwaltung übermittelt werden sollen, muss dem jetzt widersprechen. Die Einwohnermeldeämter sind verpflichtet, die gegenwärtige Anschrift von Personen deutscher Staatsangehörigkeit, die 2013 volljährig werden, weiterzuleiten. Bis zum 28. Februar haben junge Frauen und Männer des Geburtsjahrganges Zeit, dies dem jeweils zuständigen Einwohnermeldeamt schriftlich oder persönlich mitzuteilen. In Sachsen werden zum Wochenende hin noch einmal richtig spätsommerliche Temperaturen erwartet. Das Thermometer soll in einigen Regionen bis auf 20 Grad ansteigen. Die Aussichten sehen Sie gleich in der Drehscheibe. Seniorenfreundliches Wohnen in Bernsdorf. Preiswerte, individuelle und barrierefreie Wohnungen, auch mit Balkon und Fahrstuhl. Preiswert wohnen und gut betreut sein bei der Wohnungsgenossenschaft Bernsdorf, damit auch Sie sagen können: Ich habe eine sehr schöne Wohnung, bin sehr zufrieden und brauche keine Treppen mehr steigen. Was ist die Herzinsuffizienz? Wie wird sie diagnostiziert? Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es? Was kann ich zur Vorbeugung tun? Experten des Lausitzer Seenlandklinikums informieren Sie bei einem Bürgerforum zum Thema Herzinsuffizienz und vaskuläres Risiko. An diesem Samstag ab 13.30 Uhr im Konferenzraum des Lausitzer Seenlandklinikums in Hoyerswerda. Stellen Sie den Ärzten Ihre Fragen. Tanja D. hat eine neue Wohnung bezogen. Bei der Rückgabe der bisherigen Wohnung gab es Probleme, weil sie einen der 3 Schlüssel nicht zurückgeben konnte. Er war ihr zerbrochen. Der Hausmeister hat nun angekündigt, dass im ganzen Haus ein neues Schließsystem für ein paar 1.000 Euro eingebaut werde und Tanja D. die Kosten übernehmen müsse. Ist das tatsächlich so? Ein Problem des Schadenersatzes. Die Frage ist, ob Tanja D. hier ihre Pflichten aus dem Mietverhältnis verletzt hat. Welche Pflichten kommen denn da in Frage? Ja, zunächst ist die Frage hier, ob sie sorgfältig genug mit den ihr überlassenen Schlüsseln des Vermieters umgegangen ist. Ist sie offensichtlich nicht. Der Schlüssel ist ja kaputt. Na, dem muss ja keine Pflichtverletzung zugrunde liegen. Das kann also auch am Schlüssel selber gelegen haben. Es kann eine Materialermüdung sein oder durch das häufige Benutzen des Schlüssels. Dann wird der auch manchmal ein bisschen brüchig. Der Vermieter ist hier in der Beweispflicht dafür, dass ein Verschulden des Mieters vorliegt.
Ob die Mieterin hier verantwortlich ist, ist durchaus fraglich. Das betreffe auch nur den Schlüssel selber, nicht die ganze Schließanlage. Denn zunächst mal ist ja nur der Schlüssel kaputt. Ja, wenn man den jetzt ersetzen müsste, dann fallen ja für den reinen Ersatz des Schlüssels erstmal nicht ganz so hohe Kosten an. Muss der Vermieter nicht davon ausgehen, dass sein Schließsystem nicht mehr sicher ist, wenn ein Schlüssel fehlt? Naja, es gibt ja hier für das Fehlen dieses Schlüssels eine schlüssige Erklärung. Also der Vermieter kann ja nicht ohne weiteres davon ausgehen, dass der Mieter ihn ja, mehr oder weniger beschwindelt hat, sondern es gibt eine plausible Erklärung. Warum sollte das unglaubwürdig sein? So ein Schlüssel geht durchaus mal kaputt, wenn er häufig benutzt wird. Der unterliegt also der Abnutzung. Abgesehen davon liegt auch da wieder die Beweislast beim Vermieter dafür, dass der Schlüssel wirklich abhanden gekommen ist. Wenn aber davon auszugehen ist, dass er abhanden gekommen ist tatsächlich, dann gibt es auch wieder keinen Grund, die gesamte Schließanlage zu wechseln. Es ist schließlich auch nicht ausgeschlossen, dass vielleicht ein anderer Vermieter mal seinen Schlüssel weitergibt oder auch den verliert, ohne dass der Vermieter das überhaupt weiß, weil wenn der das nicht mitteilt, das Mietverhältnis nach wie vor besteht, dann müsste man ja permanent vorsorglich Schließanlagen austauschen, um da immer gefeit davor zu sein, dass nicht irgendwo mal Schindluder mit den Schlüsseln getrieben wird oder einer abhanden gekommen ist. Davon kann man also nicht mehr ausgehen. Unter welchen Umständen wäre es denn denkbar, dass der Vermieter die Schließanlage wechseln lässt und der Vermieter die Kosten dafür tragen muss? Also, dass eine komplette Schließanlage gewechselt werden muss, ist für mich kaum vorstellbar. Da müssten schon ganze Schlüsselbünde abhanden kommen, wo also viele Schlüssel dran sind oder wo ein Generalschlüssel abhanden kommt. Da wäre das vielleicht denkbar. Aber wenn ein Mieter einen Schlüssel verliert, der in der Regel den Zugang zu seiner Wohnung gewährleistet und den Zugang zur Haustür, dann muss man nicht ein ganzes Schließsystem wechseln, weil die Kodierung dieser Schlüssel, wenn sie nicht ohnehin elektronisch erfolgt ist, dann mechanisch so ist, dass man einfach diese beiden Schlösser notfalls austauschen kann. Und dann gewährleistet ist, dass der Zugang zu dem Haus für Dritte nicht mehr erfolgen kann. Also ganze Schließsysteme wird man eher nicht auswechseln müssen. Wie soll unsere Zuschauerin sich also verhalten? Na, etwaige Forderungen, die jetzt da vielleicht vom Vermieter kommen. Vielleicht ist es auch nur Gerede vom Hausmeister. Manchmal nehmen sie sich auch ein bisschen wichtig, muss man so sagen. Wenn da etwaige Forderungen kommen, dann sollten diese zurückgewiesen werden. Es sollte nicht bezahlt werden. Wenn der Vermieter nicht nachlässt in seinem Fordern, wenn vielleicht sogar Post von einem Anwalt des Vermieters kommt oder der Vermieter gar eine Klage erhebt, dann sollte spätestens der Anwalt aufgesucht werden, damit man sich also gegen solche Forderungen da auch zur Wehr setzen kann. Das gilt im Übrigen auch dann, wenn der Vermieter etwaige Forderungen mit der Kaution verrechnet, ohne dass man damit einverstanden ist. Frage und Antwort. Mein Vermieter verlangt, dass ein Wohnungsschlüssel bei ihm deponiert wird. Darf er das? Nein, der Vermieter darf die Wohnung in ihrer Abwesenheit nicht betreten, sondern nur mit ihrer Zustimmung und in ihrer Anwesenheit. Er braucht also keinen Schlüssel und Sie müssen ihm deshalb keinen Schlüssel überlassen. Für eventuelle Notfälle könnte man einen der Wohnungsschlüssel auch bei einer Vertrauensperson hinterlegen. Den Vermieter kann man dann durchaus auch informieren, wer im Notfall Zugang zu der Wohnung gewährleisten kann. Und so sind also auch die Belange des Vermieters gewahrt. Sollten Sie Fragen oder einen interessanten Fall haben, schreiben Sie an Elsterwelle Fernsehen, Walter Rathenau Straße 27 in 02977 Hoyerswerda. Interessierte Mädchen und Jungen können am Mittwoch im Hoyerswerder Natz in der Hermannstraße ein Nebelhorn basteln. Treff dafür ist ab 14 Uhr. Das Cinemotion Hoyerswerda zeigt am Mittwoch neben den Filmen des regulären Programms in der Reihe Kino für Kenner um 14 Uhr und um 18.30 Uhr die Dokumentation Bavaria. Eine Schülerhausaufgabenhilfe bietet am Mittwoch das Team vom Mehrgenerationenhaus Südtreff in der Schweizer Straße in Hoyerswerda an. Sie beginnt um 15 Uhr. Eine ethische Diskussionsrunde gibt es am Mittwoch im Lausitzer Seenlandklinikum in Hoyerswerda. Die Runde zum Thema das Gesundheitswesen, ärztliche Hilfe als Geschäftsmodell, wird vom Chefarzt des Instituts für Pathologie Frank Dietrich geleitet.
Die Veranstaltung ist für alle Interessierten offen. Sie beginnt um 17 Uhr im großen Konferenzraum des Klinikums. Die Hoyerswerda Musikschule lädt am Mittwoch zur ersten Musizierstunde des neuen Schuljahres in ihre Räume in die Lausitzhalle ein. Los geht's 18 Uhr. Der nächste Gemeindeabend im Martin-Luther-King-Haus in der Bonhoeffer Straße in Hoyerswerda steht unter dem Motto Afrika, Freud und Leid eines Kontinents. Ab 19 Uhr wird dabei über die Arbeit bei einer Hilfsorganisation in Kenia und Ruanda berichtet. Und die neue Bühne Senftenberg führt am Mittwochabend Heinrich von Kleists Der zerbrochene Krug auf. Vorstellungsbeginn ist 19.30 Uhr. In der Nacht bleibt es leicht bewölkt, die Tiefstwerte liegen um 6 Grad. Am Mittwoch erwartet uns ein Mix aus Sonne und Wolken. Es bleibt den ganzen Tag trocken. Die Temperaturen liegen um die 6 bis maximal 15 Grad. Das war die Drehscheibe für Dienstag. Wir sind morgen pünktlich 18 Uhr wieder für Sie da. Das Team der Drehscheibe wünscht Ihnen noch einen schönen Abend. Bis morgen.